Sprechen wir auf zum zweiten Teil, also zum zweiten Tag. Ja, mal gucken, was uns erwartet. Da steht er da. Ja, da geht's jetzt hoch. Wie immer, hoch. Ja. Ja, hier haben wir auch wieder einen coolen Pfad. Das ist ein kleines Birkenwäldchen. Das sieht cool aus irgendwie. Wie gesagt, von der Route her und von den Wegen her ist ein sehr schöner Kurs und das kann ich wirklich nur empfehlen, müsst ihr mal gemacht haben. Und wie gesagt, bei den Hütten ist eine Feuerstelle dabei, könnt in der Hütte pennen, könnt draußen pennen, also das war kein Problem, war wunderbar. Ja, da kommt noch einiges zu sehen, Jungs. Ja, jetzt haben wir hier einen Abschnitt. Das endet ein bisschen an Harz. Schön mit Tannen. Und vor allem haben wir hier schön weichen Nadelboden. Gut für die Knie, die geschunden sind. Ja, so, jetzt sind wir hier am Turm der Alte Burg. Er geht ganz schön hoch. Wollen wir jetzt mal hochgehen. Schauen wir uns das mal die Aussicht von oben an. Ja, hier ist es keine Menschenseele, Leute. Das ist echt der Hammer. Wir haben bis jetzt vielleicht auf der Tour 4 Leute getroffen. Und das ist einfach wunderbar. Also hier hat man seine Ruhe. Besser geht's nicht. Als Vergleich. Mit dem Zoom, wie nah man das ranholen kann. Hotel. Aber erstmal schon das Zimmer jetzt fertig, weil ja, so morgens wieder das Nachmittag und dann eigentlich so Dings gekriegt. Und da waren auch viele Einheimische, die dann sich beeindrucken mit dem Karnevalsfeier. Ne? Da haben wir nebenan, direkt neben der Disco, der Hoteldisco. Ja. Ich wollte gerade sagen, Spechte. Jetzt geht's weiter, Mittag ist rum. Dort spricht. Das ist der ausgeschissen hat. So, wir verabschieden uns von der Alte Burg und gehen zu unserem nächsten Ziel, das ich noch nicht kenne. Müssen nochmal auf die Karte gucken.
wahrscheinlich heißt das nächste Ziel schon Lagerplatzsuche oder so, ich weiß nicht. Okay, bis später. Jetzt kommen wir in ein schönes Tal. Schön zugewachsen. Das ist unser Weg. So. Mal wieder von oben runter. Mit dem Witze gewechselt. Ja, ja. Von Frühling auf Winter. Von Frühling auf Winter, ja. Ja, ist windig. Ja, servus Jungs, servus Klaus, servus Tino, servus Frank. Ja, wir sind ja hier auf der Sohnwald-Steigtour. Ja, und bis jetzt gefällt mir die super krass, also die ist wunderschön. Schöne Routen, schöne Plätze für zum Übernachten, sogar mit Feuerstellen. Vielleicht nicht offiziell, aber Feuerstellen sind da, also kann man auch Feuer machen. Eine Hütte, wo wir abends alle zusammen runter sitzen könnten. Und ich denke, das wäre eine coole Tour für uns im Sommer. Und ja, da werden wir mal schauen, Gregor und ich, was wir organisiert kriegen. Und dann werden wir demnächst mal dann eine Terminabfrage machen, denke ich, oder? Mit Steigeisen. Ja, und Camelback auf jeden Fall, weil hier gibt es nicht so viel Wasser. Aber es wird sich lohnen. Ihr werdet ja die Videos sehen, sind wirklich geile Landschaften dabei und Bilder, und ich denke, das wäre was für uns. Also freut euch schon mal drauf. Bis dann. Trainiert schon mal. Trainiert schon mal. Genau, das ist hier die Bootcamp Soft. Ihr werdet schon sehen. Also, ciao. So, hier ist mal wieder ein Eindruck von den Pfaden, die es hier gibt. Also das ist unglaublich. Wunderschön. Kann man echt nur sagen, Jungs, macht hierher. Und ihr habt echt keine Leute, keine großenartigen Wanderwege hier. Und ihr seht ja hier, was für ein super Gelände. Und hier kannst du dich auch in den Wald reinhauen. Und campen, das kriegt hier keiner mit. Also gut, mit Feuer machen direkt, weiß ich nicht, aber wie gesagt, das ist wirklich top. Und wir haben Glück mit dem Wetter an dem Wochenende. Ja, und da geht's wieder felsig los. Wie gestern. Eine geile Landschaft. Gibt's nichts. Also Trekkingstöcke werden hier gar nicht so verkehrt. Das unterstützt schon, was ihr seht. Bergan. Schön steinig, alles unten. Richtig wichtig sind gute Schuhe, hohe Schuhe. Also man knickt schon sehr oft weg und dann bietet sich das hier an. Auf jeden Fall. So, ich gehe jetzt auch mal da hoch. Ja, hier sind wir auf einer Bergkuppe. Das sieht doch schon geil aus hier. Auch gutes Camp machen. Auf jeden Fall.
Und von da sind wir gekommen. Ja, hier nun wieder ein völlig anderes Landschaftsbild. Wir sind jetzt hier mitten im Tannenwald. Hier vorne geht unser Pfad lang. Nehme ich euch jetzt mal ein Stück mit. Das ist eine Ruhe hier. Das ist echt gut für die Seele. Gestern habe ich einen Tag gebraucht, bis mein Kopf sich darauf eingestellt hat. Aber heute ist es wunderbar. Gregor quält sich mit seinem Rucksack. Ich bin halt auf die Reihe mit dem Ding. Ich sehe das. Ich sehe es. Ich weiß nicht, was es gibt diesmal. So, ihr Leute, wir sind schon wieder länger unterwegs, als wir wollten. Das Problem ist halt, wie gestern auch, dass es kein Wasser gibt. Und jetzt haben wir hier eine Stelle gefunden, einen Brunnen, also einen richtigen Brunnen, der aus dem Boden kommt. Nicht so ein Brunnen, wo ein Wasserhahn dran ist. Und da mussten wir jetzt uns zurück ins Feld schlagen, in den Wald. Also hier sind auch nur Tierspuren und ja, auf jeden Fall alles sehr verwachsen. Haben auch Chlortabletten noch mit rein ins Wasser. Und dann haben wir uns von hier hinten den Bachlauf entlang gekämpft. Also bis zur Quelle quasi. Und jetzt haben wir getankt. Und jetzt sind wir hier und jetzt gehen wir zum nächsten Zielpunkt, da wäre angeblich eine Hütte, das ist der nächste Berg. Das Problem ist, wie gestern auch, der ist noch 3,5 Kilometer weit weg. Das ist noch ein ganz schönes Stück, also Stunde. Aber müssen wir schon rechnen und ja, das wird nochmal ein schweres Stück Arbeit jetzt. Und dann denkst du mir wieder gegen 8 Uhr so circa am Platz und dann fallen wir wieder tot in die Schlafsäcke, denke ich. Ja, hier wimmelt es natürlich von Mücken. Deswegen gucke ich jetzt mal, dass ich hier rauskomme. Gregor steht noch da hinten, ist auch am Film. Jo. Also ich melde mich dann später wieder. So, wir befinden uns auf dem Weg zu unserer Unterkunft. Nachdem wir 2 Stück angelaufen haben und die nichts waren. Jetzt geht es hier noch ein Stück bergauf. Circa 1 Kilometer. Ja, nochmal so ein paar Pfade und dann sind wir wieder fix und fertig. Und ich glaube, wir haben wieder 20 Kilometer gemacht heute. So fühlt sich zumindest an. Danke, Schlammpackung. Oh. Jo, ich melde mich dann, wenn wir oben sind. So. Wir haben einmal für Gregors Hand hier einmal Phenestil-Gel gebraucht aus dem Erste-Hilfe-Set und die Entkeimungstabletten. So, ja, und dann haben wir hier ausgepackt. Wir sind hier auf dem, wie heißt das Ding, Steinskopf. Ja, und haben unsere Tarpsets aufgebaut. Super Wetter. Hinten ist der Sonnenuntergang. Ah, da. Das Ding, genau dadurch. Die wandert wahrscheinlich noch hier rüber, da können wir nachher gucken. Ja, der Wind dreht hier ständig. Kommt dann mal wieder von da. Ja, mal sehen. Ja, ich habe halt hier so meinen Tarp aufgestellt. Das ist vielleicht besser wegen Wind. Nicht so offen. Hier zwischen den 2 Bäumen. Ja. Ich denke, ich werde wieder ganz gut schlafen.
verloren habe. Hier mein Wasserkanister. Sehr wichtig, Wasser. Ja, und Gregor hat sein Lager hinten aufgeschlagen. Der Sonne. Genau, hier ist der Gregor, hat auch auf dieselbe Art und Weise wie ich. Ein bisschen flacher. Aber sonst kommt das gleich. Ja, und hier habt ihr volle Sonne. Sonnenuntergang. Und hier hinten sind noch zwei Gäste. Was heißt Gäste? Die Damen haben unser Nachtlager besetzt. Haben wenig Leute getroffen, aber jetzt haben wir welche getroffen. Und da kommt Sandmännchen. Ja, genau. Zum Strand. So, ja. Jetzt haben wir hier natürlich auch noch eine super Sitzgelegenheit. Wenn wir uns jetzt hier ausbreiten und essen und trinken und den Abend genießen. So. Das ist ja mit Rückenlehne besonders rückenentspannend für heute. Da kann ja nichts mehr passieren. So, also, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Das war der zweite Teil. Und dann geht es morgen in die dritte Runde und Richtung Heimat. Also, tschüss. So, die zweite Nacht haben wir rum, haben alles gepackt. Jetzt brechen wir zur Heimreise auf. Es sind noch ein paar Kilometer. Ja, vielleicht sehen wir noch das eine oder andere Schöne. Und dann zeige ich euch das noch. Gehen jetzt erstmal hier den Pfad entlang. Ja. Und dann muss ich sagen, eine schöne Tour geht zu Ende. Kann ich nur empfehlen. Und ja, dann sehen wir uns in den nächsten Videos wieder. Also, ich hole euch dann nochmal dazu, wenn es was Schönes zu sehen gibt. Das Ganze von vorne aus, also hier sind überall diese Windräder. Ja, so sieht es nämlich aus. Bewachsen. Ja. Boah. Ja. Ja. So, ja, da sind wir am Ende unserer Tour angelangt. Ja, wir sind geschafft. Jetzt waren wir, naja, 2,5 Tage unterwegs mit 2 Übernachtungen. Ein bisschen ausgepowert, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Kann ich nur empfehlen. Also, mir hat es gut gefallen. Hat Gregor schön rausgesucht. Was sagst du? Ja, jetzt kommt den Bergklatsch, sein Highlight. Ja. 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 Steuern direkt auf den Burger King zu. Genau. Das Erfolgshonorar. Ja. Na, genau. Und dann von dort, wenn wir dann in der Stunde kommt meine Frau ungefähr, die holt uns dann ab. Ja, dann geht's nach Hause. Genau. Also wie gesagt, eine geile Tour, geile Landschaft. Das letzte Teilstück, das war jetzt nicht so schön. Aber
die anderen zwei Tage, die waren optimal. Also von der Umgebung, Natur, super. Also kann ich nur jedem empfehlen. Aber nehmt genug Wasser mit. Ja. Sonst wird es eng da oben. Da gibt es so wenige Wasserstellen. Also 3-4 Liter müsst ihr schon pro Tag mitnehmen. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Mir ganz schön geknotzt. Gut, also ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zur nächsten Tour. Tschüss. Ciao.